Also Iglo, du hast schon mal einen guten Start gesetzt. Ey, die sind richtig geil. Ey, die sind hammer. Sie vergessen nie deinen Nacken, also flieg jetzt diesen Drachen. Mach Druck, bis er Feuer spuckt, du kannst jetzt fliegen, kannst jetzt lachen. Lag das ganze Jahr im Krankenhaus, traf mich wie eine Panzerfaust. Doch jetzt bin ich, bin ich zurück. Lag das ganze Jahr im Krankenhaus, traf mich wie eine Panzerfaust. Jetzt bin ich zurück und zeige, wie man Mantras baut. Ach, wie schön die Sonne ist. Was geht ab, Vegan Savages? Kartika ist jetzt einfach? Ich bin jetzt vegan seit dem 1.3.17.03 Uhr. Hast du sogar die Zeit gemerkt? Ja. Heftig. Ja, ich habe einfach so ein bisschen gelabert. Wie so, Ein-Monat-Challenge, let's go. Ey, so geil. Vor allem, ich habe dich noch so gefragt. Ich so, ist es möglich, dass man von den einen auf den anderen Tag komplett vegan wird? Und er so, 100%. Weil ich dachte, es ist eigentlich so ein schleichender Prozess. Kann, aber muss nicht. Okay, aber ich try es jetzt, Leute. Ich try es. Und deswegen fangen wir gleich an. Wie können wir besser anfangen? Wir zaubern jetzt eine Mashallah vegane Mahlzeit. Eine vollwertige, eine Bowl. Nenn's Poke Bowl, nenn's Vegans Bowl, nenn's einfach Butter Bowl, wie du willst. Also Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse, Samen, geile Soße. Eigentlich sieht's hier nicht so aus, weil mein Rewe-Lieferservice kommt morgen. Weil das ist eigentlich mein Fruit Rack und es ist komplett leer, bis auf eine Avocado. Deswegen würde ich sagen, machen wir es komplett leer. Die Avocado ist auch eigentlich perfekt, die kommt rein. Und ich will hier die ganzen Iglo-Sachen mal testen, weil die haben hier eine neue Eigenmarke. Korean Cuisine, deswegen ist jetzt meine Frage. Vegane Hackbällchen? Oder ja, geil. Klingt das weird? Nein, das ist geil. Dann, weil ich habe auch schon, Vegan Savages haben mir auch schon geschrieben, dass die richtig geil schmecken sollen. Oh, Kati hat auch noch nie Tempeh gegessen. Ey, du musst wirklich, deswegen, du musst noch oft kommen und dann machen wir Full Day of Eating. Ey, und ich hab Bock. Nice Cream Porridge nach ist schon im Krankenhaus. Als Vollkorngetreide, ich habe ja letztens meine Küche sortiert und aufgeräumt und ein paar Sachen müssen weg. Und zwar hier diese geile Bulgur-Mischung. Bulgur, mega gesundes Vollkorngetreide. Okay. Und deshalb so eine Mischung hier ist sogar noch gesünder, einfach noch so Zwiebeln, Paprika, Kürbis und ein Lauch und so dabei. Deswegen machen wir das. Das muss einfach so easy pump 15 Minuten köcheln. Die machen wir einfach so in der Pfanne. Die Avocado wird ein Topping. Und dann machen wir jetzt einfach, suchen wir jetzt Gemüse raus, machen so eine geile Gemüsepfanne mit so einer geilen Soße und das kommt dann so drüber alles zusammen und dann... Mega geil. Ich hab Bock. Erstmal noch ein Bumi. Erstmal noch ein Bumi. Aber heute wieder ein neues Vokabular gelernt. Bumi für Boomerang. Aber ich liebe auch so Abkürzungen. Ich sage auch voll gerne immer Atmo für Atmosphäre. Und jetzt... Ja. Jetzt sage ich immer Bumi. Das werden die Lebensmittelgruppen. Und zwar haben wir hier Gemüse, Vollkorngetreide. Das sind unsere Hülsenfrüchte. Und hier raus zaubern wir die geile Soße. Und jetzt riechst du mal hier dran. Was ist das? Parmesan. Parmesan. Ja, veganer Parmesan. Hefeflocken nennt sich das. Es ist ultra gesund. Es hat kaum Fett. Es ist eine Proteinbombe. Es ist voller B-Vitamine und es schmeckt einfach wie Parmesan. Parmesan. Vegan hat einfach, sie sind einfach so, woher kommt sowas? Einfach Adam und Eva sind in den Garten gegangen und Gott hat einfach die krassesten Sachen erschaffen, wenn man gläubig ist, aber keine Ahnung. Wir fangen jetzt aber an zu kochen. Wir machen das einfach 15 Minuten Wasser, das in der Pfanne und das in einer anderen Pfanne oder so in einem Pot, so One-Pot-Style mit der Soße schon zusammen, dass sich die schön so eine homogene Masse wird. Für Nüsse nehmen wir die geile Peanut-Butter, für Samen nehmen wir Kürbiskerne und jetzt packen wir das alles zusammen. Bist du ready zum Schnibbeln? Ich bin ready zum Schnibbeln. Das köchelt schon gut. Ich drehe das mal runter. Die Avocado ist eine 9 von 10. Richtig geil. Hier kennst du es, Kathi, so ein Maiskolben. Und dann schneidest du es einfach so zack, zack runter. Boah, ich esse tatsächlich gar kein Mais. Was? Ich hasse Mais sogar. Pass auf, vorhin hast du noch Maiswaffeln gesagt, dass du Maiswaffeln magst. Maiswaffeln mag ich, aber ich mag Mais an sich nicht. Maiskolben, also, oder was? Mais, also generell so, oder auch so Mais halt. Oh. Also auch aus der Dose finde ich ganz schlimm. Das kann ich einfach nicht essen. Also tue ich es nicht rein, oder wie? Mach dir ruhig rein. Aber dann nicht in die Pfanne für dich, oder? Das finde ich so nett. Aber echt, findest du... Aber willst du nochmal probieren? Ich kenne Mais, Bro. Also ich finde es leider ganz schlimm. Und Maiswaffeln, weil es ist beides Mais. Ja, Maiswaffeln liebe ich. Und Popcorn auch. Hä? Weil es ist beides Mais. So, als würde ich sagen, ey, ich liebe Haferflocken so sehr, Porridge, aber manchmal hasse ich sie. Bro, what are you talking about, man? Aber Kathi hat auch interessante Methoden, Zwiebeln zu schneiden. Boah, ich finde Zwiebeln schneiden auch ganz schlimm. Okay, was habe ich hier da nur angetan? Einen Monat. Die Hackbällchen haben wir einfach in den Ofen.
denn das dauert dann einfach hier 13 bis 15 Minuten im Ofen. Kati, Kakao und ich, wir können keine Freunde werden. Meine Lieblingsprodukte, Mais und Rote Beete, meine Vegan Sandwiches wissen, ich liebe, nein. Es ist echt umso besser, weil dann auch immer, sollten wir mal essen gehen oder so und das Rote Beete oder Mais dabei, dann gibt's da mal mehr. Also es sieht schon richtig geil aus. Was sagst du zum Geruch? Ey, ich hätte nicht gedacht, also gerade eben dieses, Hefeflocken? Nein, das davor, das Erdnussmus. Ja. Als du das so reingemacht hast, dachte ich mir so, will der mich jetzt verarschen? Wieso kommt jetzt da so Erdnussmus rein? Aber es riecht krass gut. Hätte ich nicht gedacht. Erdnussmus und sowas reinpacken, weil wenn man es eben als Topping macht, kann man auch. Und dann hat man so gefühlt einen Löffel, oh geil, Erdnussmus. Wenn man es halt reinmacht, dann hat man halt überall geil homogenen Erdnussmus. So, jetzt schmeißen wir einfach nach und nach den Rest rein. Jetzt kommt noch der Räuchertofu und dann noch so Gewürze, dies, das, Spritz. Ich stelle einfach mal die Kamera dahin und du machst das nice. Ich mach das nice hier. Ja, der Fritz, der macht das. Fritz, mein Editor, der ist. Ich wollte gerade, nennst du mich gerade Fritz? Nee. Wenn du jetzt meinen Vlog schneiden willst, bist du jetzt mein neuer Fritz. Ich bin joblos. Ich bin jetzt einfach vegan. Ich pack's nicht. Ja, und schon hier so voll am Kochen. Ja. Schon mit dem veganen Profi. Das ich ist fühl mich so schon richtig wohl hier. Ja, zieh ein. An der veganen Pfanne. Is this what you want now? Feels like you're looking for something better. Alter, ich bin so gespannt, wie diese Reisbällchen schmecken. Ich hab die Hundeschüssel. Die Hundeschüssel. Also das kannst du nicht schön nennen, wie ich jetzt diese Augen habe. Yes, hey, das sieht trotzdem geil aus. Okay. Ja, ja, also das sieht schon viel geiler aus als sonst. Sehr, sehr gut aus. Ich geb mir schon Mühe. Aber das ist schon so eine perfekte Instagrammer-Bowl hier. Oh, ja, warte mal, jetzt geht das richtig los. Jetzt geht's. Also bei mir kommt noch der Mais drauf. Was ist das jetzt hier? Das ist gesunder Balsamico. Willst du ein bisschen Rocker-Ketchup? Ja. Hallo? Wir machen hier so Double Stripes. Da, da, da. Ciao, Alter. Das ist krass. Und dann oben noch, der Trick ist oben noch Hefeflocken drauf. Ich mache extra so einen Spot, weil dann kannst du mal so gezielt probieren, okay? Okay. Und jetzt kommt bei mir noch der Mais drauf. Ja. Einfach so. Ja, und das war's. Boah, Leute, ey. Das so, hat jetzt 20 Minuten oder so. Wir haben uns Zeit gelassen. Mhm. Okay, probier's. Du kennst auch Déjà-vus, oder? Das Mashallah. Jawohl! Aber Déjà-vus, wenn die so Geschmack so voll wohin kickt, in der Sekunde, wo du abbeißt. Ja, ja, ja. Disneyland oder Universal Studios Amerika, der Jurassic Park Ride. Da gab's irgendwie von dem Theme so ein Restaurant mit auch so Fleischbällchen, die man halt noch echt, die schmecken genauso. Willst du auch einen probieren? Ja, yeah, I try. Mm. Okay, warte. Mm. Mal sehen, ob's mir auch so kickt. Wow. Oder? Crank. Das ist halt einfach Erbsenprotein. Alter, das ist echt krass. Da hat kein Schwein was dagegen. Die schmecken richtig geil, oder? Mhm. Also Iglo, hast du schon mal einen guten Start gesetzt. Ey, die sind richtig geil. Ey, die sind Hammer. Ey, aber ich will jetzt noch Universal zu dem Jurassic Park Ride. So geil, der Ride. So geil. So geil wie das. Okay. Mhm. Und wir fooden das jetzt rein. Könntest du meine Bowl essen? Mhm. Das ist halt das Schöne am Vegan-Sein auch, man kann so viel mehr essen. Weil ich sind meine Bowls noch größer. Das ist schon krass, guck mal, im Gegensatz zu meinem Korb. Aber soll ich dir was sagen, meine Bowls sind eigentlich noch größer. Das ist eine kleine Bowl. Also da esse ich danach safe noch was. Nachtisch, Second Dinner. Die sind voll krass. Ich schwöre auf alles. Mir fällt gerade ein, ich habe den Vlog von gestern mit Kati gar nicht beendet, deswegen mache ich es jetzt. Definitiv abonnieren, denn ich werde die ganzen anderen Iglo veganen Ersatzprodukte auch probieren und ich bin so hyped, weil die Hackbällchen, oh. Also natürlich sollte man sowas nicht täglich essen, aber so hin und wieder, 2-3 Mal die Woche einfach geile Fleischalternativen als eben Fleischersatz. Und natürlich nicht nur das essen, sondern eben Fleischersatz. Also da soll da nicht nur die Hackbällchen auf dem Teller sein, sondern eben auch, wie ihr es gesehen habt, ein Vollkorngetreide, eine Hülsenfrucht, Gemüse mit einer geilen Soße. Und das ist eben die Hülsenfrucht, aka Fleischersatz, aka Protein. Noch gesünder ist natürlich eine ganze Hülsenfrucht, wie jetzt Bohnen, Linsen, Kichererbsen und so weiter, aber die sind schon ziemlich gesund und halt geschmacklich und verglichen mit Fleisch, weil es sollte das Fleisch ersetzen, viel gesünder. Also auch beim Umstieg, wenn ihr täglich mit Fleischalternativen das Fleisch ersetzt, viel, viel, viel gesünder. Deswegen macht's. Ich rate euch einfach mal, die Hülsenfrüchte auch durchzuprobieren, weil sowas wie Tempeh oder Räuchertofu und so schmeckt wirklich auch so, so, so lecker. Und da einfach die Variation macht's das Beste aus allen Welten. Danke fürs Einschalten. Ich bin out. What? Ah.